Wieso kann ich hier hintergehen, wenn hier nichts ist? Ich hämmer nämlich gerade wie doof X, um zu erfahren, ob da ein Item war oder eine Truhe oder so. Nanaki. Red 13. Klar, das ist Buben, mein Großvater. Er ist ein Phänomen, er weiß alles. Oho, ich habe gehört, dass du dich ein wenig um Nanaki gekümmert hast. Nanaki ist noch ein Kind, musst du wissen. Hör auf, Großvater, ich bin 48. Oho, Nanaki stammt zeichnet sich durch außergewöhnliche Langlebigkeit aus. Mit seinen 48 spricht er also in etwa einem Menschen im Alter von 15 bis 16 Jahren. 15 bis 16? Er ist ein stiller, tiefer Charakter. Du dachtest, er wäre erwachsen? Großvater, ich wäre so gerne erwachsen. Ich will erwachsen werden, damit ich dich und das Dorf beschützen kann. Nein, Nanaki, du kannst jetzt noch nicht auf eigenen Füßen stehen. Es wäre irgendwann dein Ende. Sich nach dem Himmel strecken, der großen Stadt Midgard, die Sterne stibitzen, du kennst das, nicht wahr? Ein schlechtes Beispiel, wenn man zu viel nach oben sieht, verliert man die Perspektive. Er springt einfach auf den Tisch. Wenn die Welt erst im Sterben liegt, wirst du erkennen, dass du nicht das Geringste weißt. Im Sterben liegt? Oh ja, das kann morgen sein oder in 100 Jahren, aber es ist nicht mehr lang hin. Woher weißt du das? Ich kann den Planeten klagen hören. Wie das? Planeten werden geboren und Planeten sterben, solange die Sterne am Himmel zu hören sind. Man hört's leise. Was war das? Das war ein Aufschrei unserer Welt. Hast du es nicht gehört? Das wollte ja sagen, es tut weh, ich leide. Sie sind unterwegs, um die Welt zu retten. Zeig ihnen doch mal dein Gerät. Der Gerät wird nie müde. Oh, die Welt zu retten, hm? Das heißt, kann es auch nicht schaden, wenn er sich meine Maschine ansieht. Bogenhagen. Da sind ein paar sonderbare Gestalten gekommen. Töne plötzlich von ihnen. Ja, und seine Freunde auch. Ich gehe sie holen. Dort, bitte ruf einen von ihnen herein. Großvaters Maschine haben nur 3 Leute Platz. Hier Boomhang. Keine Sorge, meine Maschine läuft nicht weg. Geh und hol deine Freunde herein. Ich hole natürlich Barrett. Weil der ist am interessiertesten an der ganzen Sache. Jetzt muss ich mich nur noch erinnern, wo er war. Ich glaube, er war hier. Ja, hier ist er. Was? Also, das wusste ich gar nicht, dass man gucken kann, was er für Sachen hat. Und vielleicht Eris. Weil die hat da vielleicht auch ein bisschen was zu sagen. Okay, dann equippen wir Barrett mal mit dem Vulkanblaster. Wir geben ihm ein Silberarmband. Das Kraftarmband bleibt erstmal dran. Ja, wir haben nicht wirklich was, also. Warte, da gebe ich mal Nebenwirkungen drauf und hier kommt dann Ifrit hin. Haben wir was Besseres für dich irgendwie? Ja, wir geben dir den Märchenstab. Der Carbonarmreif ist anscheinend am besten. Der silberne Reif, das lassen wir für Red 13, wenn er dann irgendwann mal wieder mitkommt. Dann geben wir ihm den Talisman und Materia. Er hat so viele Slots, verdammte Kacke. Aber wir haben keine wirkliche Materie, die wir ihr geben könnten. Sollte mal hier und da mal Materie. Ja, Materie kaufen.
Order, du kommst mal nach hinten. Ich die anderen jetzt auch finden könnte, also Tifa und so. Ich glaube, ja, und Eris. Tifa und Eris wären die einzigen, die dann hier neu wären. Aber die, also Eris haben wir ja sowieso schon im Team und Tifa, ich könnte sie suchen, aber sie sagt, glaube ich, nichts Intelligentes, außer ich will mit oder sowas. Hier, hierher, die Tür ist offen, kommt herein. Oh, scheint so, als hättest du jetzt alle beisammen. Fangen wir also an. Ich stelle mich dorthin. Bisschen grell. Ja, plötzlich sieht es komplett anders aus. Weil das eben waren noch Fan-Hintergründe und dann kam die Original-Cutscene. Wie schön, fast genau wie das echte Weltall. Recht anständig, das ist mein Labor. Die Bewegungen im Weltall sind in diesem holographischen 3D-System abgespeichert. Hey, eine Sternschnuppe. Das ist keine Sternschnuppe. That's no moon. Ich glaube, das ist keine Sternschnuppe. Oder? Wie? Ich glaube, das war für 97 ganz schön eindrucksvoll. Sieht ziemlich langweilig für heute aus, aber für 97, also ich glaube, wenn ich das gesehen hätte, da als 8-jähriger Bub, das hätte ich ganz schön cool gefunden. Aber ich habe Final Fantasy 7 erst, glaube ich, mit, keine Ahnung, 16, 17, 18 oder noch älter gespielt. Das erste Mal. Ui, wie schön. Ja, das hat was, nicht wahr? Also kommen wir zur Sache. Früher oder später muss der Mensch sterben. Was geschieht mit ihm, wenn er tot ist? Der Körper verwest und wird wieder Teil der Welt. Viel ist allgemein bekannt, aber was ist mit Bewusstsein, Herz und Seele? Auch diese Seele kehrt in den Planeten zurück. Und nicht nur die Seele des Menschen, ist bei allem, was auf der Welt lebt, ja, bei allen Lebewesen des Universums genauso. Die Geister, die wieder Teil der Welt wären, verschmelzen miteinander und durchstreifen den Planeten. Sie wandern umher, vereinen und teilen sich und bilden einen Strom, den sogenannten Lebensstrom. Lebensstrom, das ist anders ausgedrückt der Weg, den die Energie der auf dem Planeten und umherwandenden Seelen beschreibt. Geistige Energie, ein Begriff, den ihr euch gut einprägen müsst. Neues Leben, Kinder werden mit geistiger Energie ausgestattet und zur Welt gebracht. Dann kommt die Zeit, da sie sterben, sie kehren dann wieder zum Planeten zurück. Natürlich gibt es bestimmte Ausnahmen, aber das ist im Großen und Ganzen das Prinzip, nach dem die Welt funktioniert. Aber ich schweife ab, ihr werdet mich besser verstehen, wenn ihr euch das hier anseht. Das ist unser Planet. Weiß nicht, wie er heißt, Gaia, Terra, keine Ahnung. Menschen und Bäume sterben und kommen anderswo wieder auf die Welt. Und so funktioniert der Lebensstrom. Geistige Energie ermöglicht das Leben überhaupt Bäume, Vögel und Menschen. Aber nicht nur die Existenz von Lebewesen, auch das Dasein vom Planeten beruht auf geistiger Energie. Was passiert, wenn diese geistige Energie verschwindet? Ich bin gerade ganz daran überlegen, es wäre glaube ich intelligenter gewesen, es spirituelle Energie zu nennen. Aber naja. Okay, das sind die Grundlagen des Studiums des Planetenlebens.
Wenn die geistige Energie verloren geht, wird unser Planet zerstört. Geistige Energie ist wirksam, weil sie in der Natur vorhanden ist. Wenn die geistige Energie gewaltsam extrahiert und industriell verarbeitet wird, dann kann sie ihren eigentlichen Zweck nicht erfüllen. Du meinst damit die Makroenergie, nicht wahr? Tag für Tag sammeln die Makroreaktoren geistige Energie ein, dass sich deren Menge verringert. Geistige Energie wird in den Reaktoren komprimiert und zu Makroenergie verarbeitet. Dadurch werden sämtliche Lebewesen ausgepresst und um ihre Lebensfähigkeit gebracht. Das heißt also, dass durch die Makroenergie letztendlich der Planet zugrunde gerichtet wird. Gut, dass wir Barrett damit hatten, weil er hat nichts beitragen können. Die Geschichte der Planeten und derer, die mit ihnen lebten. Willst du mehr erfahren, dann musst du den Worten der Alten lauschen. Also des alten Volkes? Nanaki, sein Vater soll ein Feigling gewesen sein, das ist also, Nanaki hat es die ganze Zeit vermutet. Okay, wir gehen dann mal. Oder? Oder was wollen wir gerade machen? Ich meine, wir können mal kurz hier hoch. Hier scheint aber auch nichts Interessantes zu sein. Ah, dann sind wir hier oben. Ah, okay, das bringt mir ja richtig viel. Nö. Kann ich dann hier vielleicht? Ja, genau, ich wollte nämlich zu diesem Gerät hier hin, weil ich keine Ahnung habe, was das für ein Gerät ist. Ich drücke zwar X wie so ein Bekloppten, aber hier passiert nichts, außer dass ich die Treppe wieder, die Leiter meine ich natürlich, wieder runter kann. Also wir müssen, glaube ich, Red 13 finden. Okay. Es war die ganze Sache doch ein bisschen länger als gedacht und ich muss so ein bisschen aufnehmen, weil ich könnte jetzt auch aufhören aufzunehmen. Aber dann sind die Folgen wieder so lang und das möchte ich eigentlich nicht. Dann dauert das wieder mit der Verarbeitung auf YouTube wieder so lange und das ist alles doof. Da sind sie alle. Okay, dann pflanzt euch mal hin. Dann rede ich mal mit den Unwichtigen zuerst. Also mit den zwei Unwichtigen. Also das heißt nicht, dass Yuffie unwichtig ist, aber die ist halt nicht gut in die Story implementiert. Hier ist es genauso langweilig, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich will woanders hin. Komm, wir suchen etwas Materia. Viele Jahre ist das her, mein Gott, das weckt Erinnerung. Oh. Okay, dann setze ich mich neben dir. Ich habe viel gelernt, die Alten brachten mir viel bei. Über die Setra und das Weiße Land. Ich bin allein, jetzt bin ich ganz allein. Weil wir sind für dich da, okay? Ich weiß, aber ich bin der einzige Setra. Heißt das, wir können dir nicht helfen? Na, Barrett. Cosmo Cannon, hier wurde Avalanche geboren. Ich versprach meinen Leuten, dass wir irgendwann, wenn wir den Planeten vor Shinra gerettet haben, in Cosmo Cannon gehen und feiern. Bix, Wedge, Jesse. Wir sind alle tot, für den Planeten gestorben. Wirklich, um den Planeten zu retten? Wir hassen Shinra. Habe ich eigentlich das Recht, einfach weiterzuleben? Werden sie mir hier vergeben? Jetzt im Moment weiß ich es wirklich nicht, aber eins weiß ich, wenn ich etwas tun kann, um den Planeten zu retten oder die Leute, die darauf leben, dann werde ich es tun. Es ist mir egal, ob ich früher Gerechtigkeit aus Rache oder warum auch immer tue, es ist egal, das sollen sie selbst entscheiden. Ich mach's. Wieder Avalanche ist wiedergeboren.
Laut. Freudenfeuer sind eine komische Sache, nicht wahr? Die erinnern dich an alle möglichen. An alles Mögliche. Als du Cloud vor 5 Jahren. Ach, nix. Nee, vergiss das. Ich traue mich nicht zu fragen. Frag doch einfach. Was ist los? Mir scheint, als ob du ganz weit weg gehst. Du bist wirklich, wirklich du selbst, oder? Ja, wenn man... Kommt einem komisch vor, aber wenn man die Geschichte kennt, dann macht das schon alles Sinn, was sie gerade gesagt hat. Vor langer Zeit. Ich war noch ganz klein. Wir standen alle um diese Flamme herum. Ach, vergiss es. Was ist passiert? Es geht um meine Eltern. Wenn ich von meiner Mutter spreche, bin ich voller Stolz und Freude. Und das ist okay, aber wenn ich an meinen Vater denke, bin ich voller Zorn. Du kannst deinen Vater einfach nicht vergeben. Natürlich, er ließ meine Mutter tot liegen. Als sie Gi angegriffen, rannte er weg von meiner Mutter und den Bewohnern des Canyon. Komm, Nanaki, hier gibt es etwas, das du sehen solltest. Es könnte gefährlich werden. Cloud, willst du und deine Begleiter mit uns kommen? Okay. Okay, der muss an zweiter Stelle stehen. Okay. Aber wir können das ja wieder ändern. Hier, zack. Da haben wir Bird da, wo wir ihn immer haben. Aber wir haben ja noch Equip für ihn hier. Okay, das ist besser. Und Silberarmband, Stern. Okay, wir haben nichts anderes. Aber wir haben noch Analyse und Hitze. Hitze haben wir noch. Und Analyse hat er, glaube ich, auch. Kann man das irgendwie sortieren? Geht ja ein voll auf den Knispel. Ich suche mal ein paar Tasten. Nee, nicht, dass ich wüsste. Okay, dann nicht. Dann rede ich schon mal mit den Leutchen hier. Kann ich mitkommen? Ah, nee, die wollen nur, dass die mitkommen. Brauche ich nicht. Mir reichen die beiden, die ich dabei habe. Eigentlich. Natürlich hätte ich mehr dabei. Aber man kann ja nur 3 Leutchen dabei haben. Ich will jetzt nicht den Dungeon machen, um ehrlich zu sein, der jetzt kommt. Aber ich will jetzt auch nicht einfach so aufhören. Und jetzt einfach, keine Ahnung, gar nicht. Also nur dumm rumstehen und nichts machen ist auch doof für die Folge. Also. Das ist halt das so, wenn du nicht speichern kannst, wann du willst. Weil sonst würde ich jetzt einfach ein bisschen den Dungeon machen und speichern und Feierabend. Aber das geht ja nicht. Sind wir soweit? Ja. Sollen wir gehen? Also herein, herein. Hey, kommst du nicht mit uns, Opa? Wie bitte? Bist du verrückt? Da drin ist gefährlich, das habe ich dir schon mal gesagt. Du willst, dass ich alter Mann als erster gehen soll? Ich bin direkt hinter dir. Er hat ja nur gefragt, ob du mitkommst. Nichts anderes. Ich finde es auch lustig, dass es Leiter und Seile gibt und nicht nur eine lange Leiter nach unten, sondern von Fels zu Fels. Und dass es immer grüner wird, ist auch sehr interessant. Weil wir ins Planeteninnere gehen und in Final Fantasy 7 ist der Planet innen, also der Lebensstrom grün. Weil das hat sich jetzt auch bald mit, obwohl es hat immer noch so einen grünen Schimmer. Ah ja, ich kann ja nicht speichern. Okay, dann wollen wir mal ein bisschen hier rum kaspern. Hier ist das Skelett. Ah ja, so ein Vieh. Ich habe vergessen, was es hier für Gegner gibt. Einfach Angriff, das tut ganz schön weh. Ach, deswegen heißt es Schmetterlingsschwert.
Weil es einfach Butterfly-Messer ist und nur riesig. Völlig dumm. Das hat Butterfly-Messer-Ästhetik. Da ist ein seltsamer geformter Felsen. Aufbrechen. Da sind die Geister der Gie. Die Spectre, greif's an. Du machst mal tödlicher Hieb. Mal gucken, was der Todesstoß so alles bringt. Okay, der macht wirklich mehr Schaden als ein normaler Angriff. Aber kostet auch keine MP oder so, deswegen lieber den Todesstoß als irgendwie was anderes einsetzen. Ah, ich glaube, das kann auch daneben gehen. Okay. Gut, dass wir das gemacht haben, weil nichts ist passiert, außer dass wir aufs Fressbrett bekommen haben. Aufbrechen. Ich glaube, eins davon muss richtig sein. Deswegen versuchen wir es weiter. Sollte mal Cloud heilen. Wäre vielleicht intelligent. Danke, Nanaki. Ab jetzt kann ich ihn so nennen, wie ich ihn immer nenne, Nanaki. Nicht Red 13. Aber ich habe ihn wegen der Story hier als Red 13 genannt. Und nicht Nanaki. Also jetzt hier im Spiel habe ich ihn so genannt, aber jetzt werde ich wahrscheinlich, wenn ich von ihm spreche, ihn Nanaki nennen. Todesurteil erlernt. Ja, endlich meine Feindtechnik, meine Güte. Das ist auch eine Ewigkeit gedauert, dass wir was gelernt haben. Aber um ehrlich zu sein, finde ich die Feintechnik gar nicht mal so cool. Da gibt es bessere als Todesurteil. Hier ist Ende im Gelände. Man kann so schwer erkennen, wo es lang geht und wo nicht. Ein seltsamer geformter Felsen. Aufbrechen. Zack. Haben wir die Tür geöffnet. Aufbrechen. Und ein Gegner. Aber Level sind Level. Beziehungsweise Erfahrungspunkte sind Erfahrungspunkte. Deswegen nehme ich jetzt auch gerne alles mit. Wir machen mal eine Heilung. 2 auf alle. Komm, jetzt müsstest du den eigentlich besiegen können. Ich habe extra kein Todesurteil gemacht. Nicht Todesurteil, Todesstoß. Eine Rauchbombe. Warte, hier erstmal raus. Aber ein Präventivangriff. Den hauen wir da auch erstmal drauf. Mit allem Mann. Also über 2000, meine Güte. Das war ein Crit und von hinten. Also war schon supi. Geh dann hier raus. Kann man hier lang? Nein. Ah ne, das ist ein Speer. Gehen wir mal kurz hier oben rum. Kann man da oben rum? Wir müssen da oben rum, weil da lag noch eine Materia oder sowas. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Materia war. Ringstrahl. Komm. Zack. Und die anderen. Vergiftung dürfte eigentlich geheilt sein nach dem Kampf, ne? Das ist eigentlich sehr nett hier in dem Spiel, dass die meisten Shuttles
Statusänderung. Shiba ist ein Level Up. Gut. Dass die meisten Statusveränderungen einfach nach dem Kampf nicht bleiben. Glaub, da muss ich. Hoch, nein. Anderswaltig da hochkommen, weil. Sieht zwar so aus, als könnte ich hier lang. Aber ich kann da nicht lang. Was ist denn los? Jeder ist. Ja, ein Geist des Stammes Sagi in einer bestimmten Schlacht getötet. In einer bestimmten Schlacht? Die rachsüchtigen Seelen der Gi sind nicht verschwunden und konnten nicht zum Nebenstrom zurückkehren. Müssen noch weitergehen. Da eine Kiste. Und dann hier rüber. Ich weiß, das ist was Rutschiges, aber ist nicht schlimm, wir müssen hier sowieso lang. Nach dem Ding zu kommen, nach der Materie. Red 13 oder Nanaki. Nicht ganz Zeit davor laufen. Das ist nicht gesund. Warte, wer ist gerade dran? Cloud? Wieso kannst du. Ah, du kannst auch auf alle. Ja, ist ja gut. Muss ich nicht warten, bis Barrett dran ist. Stimmt ja, wir haben ja Dingens angelegt. Eine alle Materie, weil wir sonst nicht wirklich was hatten. Und ich muss mich dran gewöhnen, den Todesstoß mit Nanaki einzusetzen. Vielleicht sollte ich ihn wirklich weiterhin Red 13 nennen, weil ihr habt wahrscheinlich keine Ahnung. Also die Zuschauer haben keine Ahnung, wenn ich die ganze Zeit Nanaki sage, aber da Red 13 steht, wer bin ich da meine. Was ist denn Zusatzwirkung? Waffenrüstung mit Materiewirkung. War sowas nicht? Nebenwirkung. Ich verstehe das nicht ganz, aber. Ach warte, Nebenwirkung ist glaube ich nur Gift und sowas. Also müssen wir das so machen, dass du Zusatzwirkung. Und du. Nebenwirkung. Die Rauchmaterie gehen wir dann dahin. So, dann wird da ein Schuh draus, glaube ich. Ich dachte, das wäre rutschig. Oder das ist einfach. Boden. Das sieht nämlich aus wie Öl oder sowas. Oder es hätte auch klebrig sein können, was weiß ich. Aber dass es einfach gar nichts macht, ist komisch. Ja, hau rauf. Und dann heilen wir jetzt nach dem Kampf den Red 13 mit Clouds Heilung. Mich stört halt auch ein bisschen, dass es nicht Vita heißt. Aber man kann damit leben. Wo zur Hölle muss ich lang? Ah ja, hier war ein Weg. Dann hier runter. Dann erstmal hier längs, weil da ist eine Truhe. Loita. Komisch ausgesprochen, aber egal. Die Lava, sie sieht ja auch eher aus wie Tomatensoße, ne? Oder Tomatensuppe. Okay, dann hauen wir drauf mit allen. Ich sollte den Todesstoß von Red 13 auch einsetzen. Angreifen, Todesstoß. Ja, nicht getroffen. Ja, es hat halt eine höhere Wahrscheinlichkeit, nicht zu treffen.
hat aber eine höhere Wahrscheinlichkeit, sehr viel Damage zu machen. Ich glaube, das ist keine Instant-Death-Attacke. Jetzt so, wo ich mich dran erinnere. Da wurde das nicht irgendwo mal erklärt in dem Spiel? Oder habe ich das gegoogelt? Keine Ahnung. Oder habe ich das einfach verstanden, nachdem ich sie benutzt habe? Schwarzes Megafon, ja, okay. Uninteressant erstmal. Was ist erstmal uninteressant, weil Kate jetzt nicht benutzen werden. Das Spiel hat auch so viele verschiedene Charaktere und so viele, die ich nicht benutzen will. Wie du siehst, führt diese Höhle zur... Also, im Gegensatz zu Final Fantasy VI hat es wenig Charaktere. Weil Final Fantasy VI hat ja einen Haufen gehabt. Wie du siehst, führt diese Höhle zur Rückseite des Cosmo Canyon. Die Gi waren größer als wir. Hätten sie uns hier angegriffen, wäre alles aus gewesen. Gehen wir weiter.